Been in the dark for weeks and I've realized you're all I need. I hope that I'm not too late. I hope I'm not too late. Nee, lass mal. Was? Das ist also dein Lieblingsort, ja? Es passt ja. Bloß keine Gemütlichkeit aufkommt lassen, was? Hier oben hat man seine Ruhe. Keine Ärzte, keine Eltern. Keiner, der einen nervt. Und wieso muss bei dir alles so anstrengend sein? Versuch's doch mal mit Fernsehgucken oder Stricken. Spießer. Vielleicht. Werner, ich will mit dir zusammen sein. Für immer. Du bist verrückt. Was musst du gerade sagen? Du bist der mutigste Mensch, den ich kenne, okay? Aber wenn es um dich geht, um deine Zukunft, um... Was denn, mir auf? Fang ich schon wieder damit an. Ja, aber die OP ist unsere einzige Chance. Ja, dann mach sie doch, wenn du dir so sicher bist. Ich will's aber nicht allein machen. Ich will's mit dir zusammen machen. Ich kann das nicht mehr, okay? Diese Todesangst bei jedem Anfall, wenn du weißt, das war's jetzt. Aber du kriegst alles mit. Und es dauert noch ewig, bis du weg bist. Du bestehst nur noch aus Angst. Mann, wenn ich mich für die OP entscheide, entscheide ich wenigstens selbst über Leben und Tod. Ich will das nicht hören. Du kannst doch nicht immer weglaufen, wenn es ernst wird. Es handelt sich bei Jana um eine angeborene Herzfehlbildung. Herzfehlbildung. Wir haben gerade ein echtes Problem mit der Kooperation. Will aber keine OP mehr. Gestern Nacht war da auf einmal ein Pferd. Oh. Bist du wahnsinnig? Das gibt's doch nicht. Das gibt's ja wirklich. Ich trainiere seit über 50 Jahren Rennpferde. Aber jetzt habe ich dieses eine extrem schnelle Pferd. Aber aus irgendeinem Grund lässt er niemanden an sich ran. Außer dich. In 2 Monaten findet ein hochdotiertes Rennen statt. Ich kann auch nicht mehr richtig reiten. Bis dann bringe ich dir alles bei. Total bescheuert aus. Das ist ja keine Modenschau. Spinnst du, das ist viel zu gefährlich. Noch ein Herzblock überlebst du ihn. Schauen. Auf dem Pferdehof. Ich habe einfach einen Job, wie alle anderen auch. Du bist aber nicht wie alle anderen. Jana! Jana? Das war schnell. Du entscheidest, ob ich lebe oder sterbe? Du kannst überhaupt nicht entscheiden, was das Richtige für dich ist. Willst du es wirklich durchziehen, was? Da ist dieses verrückte Pferd unter mir mit einem riesigen, gesunden Herzen, das nur für mich schlägt. Du bist der mutigste Mensch, den ich kenne. Da ist sie! Wieso muss bei dir alles so anstrengend sein? Versuch's doch mal mit Fernsehgucken oder Stricken. Spießer.